In diesem Video möchte ich eine Methode vorstellen, wie man in SQL feststellen kann, in welchen Tabellen ein Fremdschlüssel verwendet wird. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr auch meinen Kanal abonniert. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Ich befinde mich nun im SQL Management Studio und möchte kurz die Aufgabenstellung durchgehen. Und zwar, ich habe nun eine Reihe von Tabellen und ich öffne nun die Tabelle mit den Adressen und sehe darin den Primärschlüssel Address ID. Nun möchte ich feststellen, in welchen Tabellen dieser Primärschlüssel nun als Fremdschlüssel verwendet wird. Jetzt kann es natürlich unter Umständen ohne Zuhilfenahme eines Datenmodells sehr mühsam sein, das festzustellen. Es wäre noch ein Weg über die Systemtabellen, aber das kann sehr kompliziert oder auch aufwendig sich gestalten. Deshalb gibt es eine Abkürzung und zwar mit folgenden SQL-Funktionen. Ich habe dazu bereits eine Abfrage vorbereitet und zwar der Befehl lautet sp Unterstrich fkeys for foreign keys. Anschließend gebe ich nun die entsprechende Tabelle an, sowie das Schema, in der sich die Tabelle befindet. Wenn ich nun diese Funktion ausführe, erhalte ich nun entsprechend ein Ergebnis von mehreren Spalten. Für uns nun interessant sind jene Spalten, die mit fk für Foreign Key beginnen. Und zwar sehen wir, dass die Tabelle Business Entity Address sowie Sales Order Header diesen Primärschlüssel Address ID verwenden. Wir können das kurz überprüfen. Es wird auch im Ergebnis angezeigt, in welchen Spalten dieser Fremdschlüssel geführt wird. In der ersten Tabelle unter Address ID, bei den anderen beiden unter Build to Address ID und Ship to Address ID. Sehen wir uns das nun an. Wenn ich nun auf die Sales Order Header navigiere und diese öffne, sehen wir, hier gibt es nun diese Build to Order Address ID sowie die Ship to Address ID, was der Fremdschlüssel zur Address ID aus der Person.Address-Tabelle ist. Wie ihr seht, könnt ihr so eine Abkürzung nehmen, um relativ schnell festzustellen, wo denn dieser Primärschlüssel verwendet wird. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema näher bringen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich versuche euch zu antworten. Tschüss und bis zum nächsten Mal.